Mein Name ist Karl-Heinz Mayer, ich bin Biologe und unterrichte an der Medizinischen Akademie in Stuttgart. Ich möchte Ihnen am Beispiel des Verdauungssystems unsere neue Poster vorstellen, die es weltweit bisher noch nicht gibt. Es ist uns gelungen, die Fachbereiche Anatomie, Physiologie, Pathologie und Pharmakologie zu kombinieren und in einer Gesamtübersicht darzustellen. Auf der linken Seite unseres Poster-Systems ist der gesunde Verdauungstrakt abgebildet und rechts ein Verdauungssystem mit den wichtigsten Krankheiten, die es hier gibt. Um einen besseren Überblick zu kriegen, haben wir unser Poster-System vertikal und horizontal gegliedert. In der ersten Spalte wird die Anatomie beschrieben, also wie die einzelnen Organe aufgebaut sind. In der zweiten Spalte ist die Physiologie dargestellt, also die Vorgänge, die im Verdauungstrakt bei der Verdauung der Nahrung auftreten. In der Pathologie werden die Krankheiten beschrieben und die Pharmakologie führt die Medikamente auf, die bei den entsprechenden Krankheiten verordnet werden. Außerdem ist unser Poster noch horizontal gegliedert. Das heißt, wenn sich jemand zum Beispiel für den Magen besonders interessiert, dann kann er hier den Aufbau, die Anatomie und auch wieder die Physiologie und die Krankheiten des Magens und die Medikamente, die zur Heilung eingesetzt werden, ohne Probleme ablesen. Als Beispiel könnte ein Arzt seinem Patienten erklären, wo die Gallensteine liegen und welche Probleme sie machen könnten, wenn sich Gallensteine lösen. Sie würden nämlich eventuell hier hängen bleiben und dadurch einen Rückstau auf die Galle und einen Rückstau in die Bauchspeicheldrüse verursachen. So würde der Patient begreifen, welche Krankheit er hat und wäre froh, dass der Arzt ihm das erklärt hätte. Eine weitere Besonderheit unseres Postersystems besteht in der Austauschbarkeit dieser vierten Spalte. Hier können Arzneimittelfirmen ihre Medikamente einbringen, egal ob es sich um schulmedizinische oder um naturheilkundliche Medikamente handelt. Es können auch Maßnahmen, physiotherapeutische Maßnahmen oder verschiedene Tees, überhaupt alle Therapien eingebracht werden. Insgesamt kann also gesagt werden, dass unser Poster-System gegenüber herkömmlichen, auf dem Markt befindlichen Poster viele Vorteile hat. Da wäre erstens der fächerübergreifende Überblick, zweitens die ganzheitliche Darstellung, drittens, dass mehrere Fachbereiche kombiniert dargestellt werden, viertens, dass unser Poster das Lernen, Verarbeiten und den Merkprozess wesentlich verbessert. Kurzum, es ist ein didaktisch leicht handhabbares, sehr effizientes Poster-Lehr- und Lernsystem entstanden.